Hallo Internet, ich bin Rechtsanwalt Andreas Drapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. In diesem Video, und das ist das dritte aus der Reihe Compliance-Risikoanalyse, zeige ich zusammengefasst, wie man aus den identifizierten Risiken über die Bewertung zu einer Schlussfolgerung in Form einer Compliance-Strategie kommt. Strategien haben mich immer schon interessiert. Schon als Schüler war ich fasziniert. Ich habe Schach geliebt, ich habe gerne Risiko gespielt, ich habe Strategien mir ausgedacht. Im Jurastudium habe ich ganze Nächte um die Ohren geschlagen mit Computerspielen, Strategiesimulationen wie zum Beispiel Civilization. Und dann später in meinem Berufsleben, naja gut, da hatte ich dann wenig mit Strategie zu tun zunächst. Ich war Syndikusanwalt und da macht man eher Prozesstaktik. Die strategischen Entscheidungen, das treffen die Vorstände, das machen andere. Ja, man leistet einen gewissen Beitrag zur Strategie und man versucht, das optimal umzusetzen. Als ich dann Compliance-Chef in einem Kreditinstitut, einem regionalen Kreditinstitut wurde, da war ich dann dabei. Ich konnte beim Strategieprozess zuschauen und konnte sehen, wie man aus Umweltfaktoren und internen Faktoren die optimale Geschäftsstrategie formuliert. Das war auch für mich inspirierend. Ich habe gesagt, sowas will ich auch machen. Na, wir hatten aber natürlich keine Compliance-Strategie. Eine Bank hat Geschäftsstrategien und darauf angepasste Risikostrategien für die wesentlichen Risiken. Compliance ist kein wesentliches Risiko in dem Sinn. Compliance hat was mit Rechtsrisiken zu tun und diese Rechtsrisiken werden im Rahmen des operationellen Risikos gesteuert, aber vor allen Dingen werden sie minimiert. In diesem Video möchte ich zeigen, wie die identifizierten Risikofaktoren über die Bewertung in strategisches Compliance-Management übersetzt werden können. Fangen wir an. Wir erinnern uns, die Meldepflicht bezieht sich darauf, dass der Vermögensgegenstand aus Geldwäsche stammen kann oder dass die Transaktion der Terrorismusfinanzierung dient. Und eine dritte, etwas atypische Meldepflicht entsteht, wenn der Kunde sich weigert, einen wirtschaftlich Berechtigten offenzulegen. Es gibt für jede dieser drei Varianten jeweils vier Begehungsformen und die eine ist, ich melde gar nicht, die nächste ist, ich melde nicht richtig, die dritte ist, ich melde nicht vollständig und die vierte ist, dass ich nicht rechtzeitig melde. Damit nicht genug. Bei den Folgen gibt es den gewissermaßen einmaligen Verstoß und es gibt den schweren, wiederholten, systematischen Fall. Die unterscheiden sich in den Rechtsfolgen deutlich. Beim einmaligen Verstoß bewegen wir uns in der Kategorie Bagatelle mit leichter Tendenz zu, das Produkt wird unrentabel im Einzelverstoß. Also die Auswirkungsstufen 2 bis 3. Beim systematischen Verstoß geht es darum, Geldbußen, die sehr empfindlich sind, zu verhängen. Hier sind größere Bußen möglich, die sich aber am Jahresumsatz orientieren. Und so kann man sagen, dass dort auf jeden Fall der Gewinn des Geschäftsjahres beeinträchtigt wird, vielleicht auch mit Rechtsverfolgungskosten und Reputationsschaden. Also hier sind wir auf jeden Fall in der Kategorie 4 drin. Nicht drüber hinaus. Wie ist die Eintrittswahrscheinlichkeit? Wie ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass sich ein Geldwäschefall nicht gemeldet wird? Das Wichtigste ist, dass man den Geldwäschefall erkennt. Hier kommt es auf den Faktor Personal an. Ich habe gut ausgebildetes, zuverlässiges Personal. Ja, aber was kann das? Das Personal eines Autohauses zum Beispiel kann Autos verkaufen und es kann Reparaturen annehmen, es kann Servicetätigkeiten ausführen. Das wurde beigebracht. Dass man überhaupt sich für Geldwäsche interessieren muss, ist eine relativ neue Entwicklung im Gesetz, sodass man davon ausgehen kann, ohne Schulung werden Geldwäschefälle nicht erkannt. Gut, wie wahrscheinlich ist es, dass Geldwäsche
vorkommt. Wenn ungefähr 3-6% des umlaufenden Gelds aus Vortaten der Geldwäsche kommt, und eine Vortat der Geldwäsche ist auch die Steuerhinterziehung, dann kann man davon ausgehen, dass ein normales Autohaus im Jahr ungefähr 10 Fälle hat. So, und damit sind wir eigentlich auch an der Stelle, wo man sagen kann, wenn man keine Vorkehrungen ergreift, also wenn das Personal nicht darauf geschult ist, Geldwäsche zu erkennen, dann wird es in diesen Fällen keine Meldung abgeben. Und das wird auch entdeckt werden. Es wird deswegen entdeckt werden, weil wenn das Autohaus mit 30.000 Euro Bargeld zur Bank kommt und das einzahlen will, mit der Begründung, es habe gerade ein Auto verkauft an einen Ausländer aus der EU, der keinen Ausweis vorgelegt hat, dann kann man davon ausgehen, dass die Sparkasse die Verdachtsmeldung losschickt. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, warum man diese große Menge Bargeld im Autohandel angenommen hat und wie man sich vergewissert hat, dass der Kunde sauber ist. Habe ich die Identifikationspflichten ausgeübt? Und vor allen Dingen, warum habe ich die Transaktion 30.000 Euro Bargeld nicht gemeldet? So. Wie sieht es aus mit Terrorismusfinanzierung? Terrorismusfinanzierung kann vorkommen, allerdings eher selten. Das ist mehr ein Problem von Banken oder von Unternehmen, die irgendwie Zahlungen übertragen, Gelder sammeln, Gelder auszahlen. Bei der Terrorismusfinanzierung geht es um kleinere Beträge und es ist meist legal erwirtschaftetes Geld, das Terroristen zur Verfügung gestellt werden. Gut, wie könnte sowas bei einem Autohaus aussehen? Nehmen wir an, jemand plant einen Anschlag, dann braucht er ein Fahrzeug, das könnte er gebraucht kaufen. So, erstmal, wie viele Anschläge gibt es? Zweitens, warum sollte der Terrorist ein Auto kaufen? Kann es sich doch auch klauen. Damit will ich sagen, die Wahrscheinlichkeit für Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden, ist kleiner als die von Geldwäsche. Trotzdem sollte ich das erkennen. Und wie gesagt, ein Fall würde ja reichen. Jetzt sind wir bei der Meldepflicht wegen Weigerung, wirtschaftlich Berechtigten offenzulegen. Hier gibt es natürlich wieder einen Unterschied. Wenn mein Geschäftsfeld mehr das Geschäft ist mit Privatkunden, die für sich selber kaufen, dann stellt sich das Thema wirtschaftlich Berechtigter nicht. Kauft ein Unternehmer für seine Firma, dann muss, weil das Geschäft sich mit juristischen Personen abwickelt, der wirtschaftlich Berechtigte, also derjenige, der mehr wie 25% hält, erkannt werden und erfasst werden. Wenn jetzt der Kunde letztlich da sagt, da mache ich nicht mit, darf man das nicht auf sich beruhen lassen. Man muss es als Verdachtsfall melden. Wenn ich das nicht weiß, dann würde ich wahrscheinlich nicht melden. Das heißt, auch hier ist die Eintrittswahrscheinlichkeit relativ hoch, hängt aber davon ab, in welchem Geschäftsfeld ich unterwegs bin. So, rechtzeitig melden. Rechtzeitig melden bedeutet, ich muss es innerhalb der Frist melden. Und die Frist ist, sag mal so, ungefähr 3 Arbeitstage. Länger darf das nicht dauern. Klar ist, dass ich die Frist nicht einhalte, wenn ich in dem Moment versuche, mir den Zugang zur Meldeplattform der Financial Intelligence Unit FIU zu verschaffen. Dann melde ich per Fax, bis das aber alles durch ist und ich auch alle Daten zusammen habe, die ich brauche. Das ist etwas, das schafft man nicht, wenn man es nicht vorbereitet hat. Deswegen ist Organisation an der Stelle wichtig. Ich muss mir die Technik besorgen, den Zugang letztlich zur Meldeplattform. Ich muss klar machen, wer meldet das, und ich muss sicherstellen, dass der, der das meldet, es auch erfährt. Es ist also ein Dreiklang aus Organisation, aus Technik und aus Personal. Hier kann viel schief gehen, wenn man sich nicht drum kümmert. Auswirkungsschwere eher im Bagatellbereich. Aber im Wiederholungsfall dann ein Problem. Ja.
Und so kann man generell sagen, organisatorisch-technische Maßnahmen kombiniert mit geschickter Personalauswahl und Schulungen stellt sicher, dass man die Meldepflicht einhält. So kann aus einem erstmal großen Risiko ein geringeres werden, nämlich durch Organisation. Ja, das ist dann die Strategie. Gute Organisation, gute Personalauswahl, gepaart mit angemessener Technik. Oder kein Bargeld annehmen. Das ist eine andere Strategie. Kein Bargeld annehmen und bei der Kundenauswahl darauf schauen, dass ich die Kunden kenne. Nicht mit jedem, der in den Laden läuft, ein Geschäft machen, um ihn dann anzuzeigen, sondern einen Kundenstamm aufbauen, den man kennt und von dem man weiß, womit er sein Geld verdient. Das ist eine andere Strategie. Und diese strategische Geschäftsentscheidung muss die Geschäftsführung treffen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm einen Like. Ich würde mich freuen, mit anderen Videos auch euer Interesse zu wecken.